Schönen guten Abend. Machen Sie sich keine Sorgen um mich wegen des Schals. Ich bin nicht erkältet. Ich dachte mir, trotzdem ist es vielleicht in diesen Tagen angesagt, symbolisch das zu tragen. Holger Griebner und Udo Fröhlich, Holger vom Hamburger Forum und ich vom Nachdenkzeit-Gesprächskreis in Hamburg, heißen Sie ganz herzlich hier willkommen im Rudolf-Steiner-Haus, bei dem wir uns aber auch bedanken für die Gastfreundschaft, die wir hier seit längerem genießen, auch bei Veranstaltungen, die schon mal von einem mobilen Beratungskommando gegen rechts versucht wurde zu denunzieren. Herr Grofer vom Rudolf-Steiner-Haus hat zu uns gestanden und das wissen wir zu schätzen. Ich hatte mir im letzten Jahr schon gesagt, es darf keine politische Veranstaltung vorübergehen, ohne dass ein Wort gesagt wird zu Julian Assange. Am 20. und 21. Februar wird wohl eine der letzten, wenn nicht die letzte Chance bestehen, vor dem High Court in London in seiner Sache doch noch Recht zu bekommen, dass er freikommt. Ich will nur ein Zitat von Nils Melzer in Erinnerung rufen. Was WikiLeaks getan hat, bedroht die politischen und wirtschaftlichen Eliten weltweit gleichermaßen. Der Fall Assange zeigt, dass es den Regierungen heute nicht mehr um legitime Vertraulichkeit geht, sondern um die Unterdrückung der Wahrheit zum Schutz von unkontrollierter Macht, Korruption und Straflosigkeit. Zeigen wir unsere Solidarität mit Julian Assange bei der Demo Freiheit für Julian Assange hier in Hamburg am Samstag, den 17.02. Sie beginnt dort um 12 Uhr vor dem Rathaus, auf dem Rathausmarkt und endet um 14.30 Uhr auf dem Flaggenplatz. Gehen wir für unsere Informations- und Meinungsfreiheit, für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie auf die Straße, für die er gerade in Folterhaft sitzt. Und ich kann nur sagen, kommen Sie zeitig. Es könnte eng werden, wenn die Demokratiedemonstranten der letzten Wochen auch kommen. Ja, was soll man dazu sonst sagen? Mein Herz ist voll und mein Mund liefe über, deswegen lese ich auch ab. Aktuell ist es für mich nur schwer zu ertragen, dass am Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, just am 80. Jahrestag der Befreiung Leningrads aus der kriegsverbrecherischen deutschen Hungerblockade, dem heutigen St. Petersburg, nicht der fast 1 Million Hungertoten gedacht wurde. Man mag mir sagen, wo ihrer offiziell gedacht wurde. Dass nie wieder dieser Tage hätte es erfordert. Für die absolut Geschichtsvergessenen halte ich deshalb den Stopp der Finanzierung humanitäre Hilfe für die UN-Organisation, welche medizinische Versorgung und eben auch Nahrungsmittel für Millionen Menschen in Gaza liefert und diese Hilfe angesichts des Finanzierungsstopps unter anderem der USA und auch Deutschlands wohl wird einstellen müssen. Es gibt Spendenmöglichkeiten. Ich halte das für skandalös. Und es ist erschreckend, dass nichts von dem, was ich gerade erwähnt habe, bei den aktuellen Aufmärschen nur erwähnt, geschweige denn dagegen protestiert worden wäre. Lassen Sie mich zum Termin des Abends oder zum Thema des Abends kommen. Hier vorne sitzt Manfred Marunge, der mich eines Tages anrief und sagte, Ulrich Haydn, den er kennengelernt hat in Russland, plant, seine Biografie vorzustellen und hatte vorgeschlagen, das in Kiel zu machen. Und Manfred war so bescheiden zu sagen, Kiel, unser Gesprächskreis ist erst so frisch und jung, sollte das nicht besser in Hamburg sein? Und so kam es, dass er mir das angeboten hat und ich habe sofort gesagt, ja klar, machen wir das. Wir machen hier vom Hamburger Gesprächskreis gelegentlich Lesungen. Und ja, so wie ich gestrickt bin, hatte ich gleich die Idee, man kann das doch auch in anderen Gesprächskreisen der Nachdenkseiten in Deutschland organisieren. Und das war bei einigen der Fall. Es hat aber auch die Vernetzung dazu geführt, dass zum Beispiel die Freidenker in Bremen und in Frankfurt auch Veranstaltungen gemacht haben, sodass es jetzt Veranstaltungen gab, insgesamt zweimal in Berlin, in Pfaffenhofen, in Leipzig, in Frankfurt, gestern in Hamburg heute hier, morgen in Aachen und dann noch in Bremen, bevor es wieder zurück in die Heimat geht. Begrüßen Sie mit mir ganz herzlich die Co-Leserin des Abends, die Einsprecherin der Nachdenkseiten, die Sprecherin der Nachdenkseiten Alla Goldbrunner.
und den Autor Ulrich Heiden zusammen mit seiner Frau Svetlana. Noch drei organisatorische Sachen. Nicht die Mao-Fibel, die er einst für 1,50 am Kiosk kaufte und für 1,50 wieder weiterverkaufte, sondern sein Buch und andere Bücher von Ulrich Heiden gibt es am Büchertisch. Sie können sich natürlich im Anschluss an diese Lesung hier auch signieren lassen. Zum Ablauf des Abends und zur weiteren, ja, zum Ablauf des Abends sagt Holger etwas und zum Autor und zum Thema. Vielen Dank, herzlich willkommen nochmal. Lieber Ulrich, wir freuen uns sehr, dass du hier heute unser Gast bist. Denn für das Hamburger Forum für Völkerverständigung und weltweite Abrüstung darf ich sagen, dass solche Veranstaltungen wichtiger denn je sind und dass wir vor allem auch uns geehrt fühlen, dass insbesondere durch die Kooperation mit Udo wir hier gemeinsam mit den Nachdenkseiten veranstalten dürfen, als das Friedensforum, welches ja schon älter als 40 Jahre ist und immer die Ostermärsche, 1. September-Veranstaltung, Hiroshima-Tage organisiert, zuletzt jetzt zwei Demonstrationen zu dem Krieg gegen Gaza. Geht mal nach Moskau, hören wir bei Infoständen, Kundgebungen und Verteilaktionen. Und gut, dass mit dir ein Wahlmoskowiter und beim russischen Außenministerium akkreditierter Korrespondent aus Moskau heute Abend hier bei uns ist. Der Informationskrieg tobt, oder anders gesagt, im Zentrum des ideologischen Klassenkampfes von oben hat der NATO-Block die Kriegsgegner Russland und China im Visier. Die Wahrheit ist im Krieg das erste Opfer. Das merken wir auf der Straße, wo es ja bekanntlich anders ist als im Saal. Und du bekommst es zu spüren, wenn Chefredaktionen deine Texte nicht mehr wollen. Der NATO-Propaganda-Dauerbeschuss der Köpfe über eine immer mehr gleichgeschaltete Presse hat die ohnehin niederlagengebeutelte Friedensbewegung in die Enge getrieben. Wir sollen einstimmen in den Chor derjenigen, die zuerst den völkerrechtswidrigen, unprovozierten, brutalen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine verurteilen. Dies verlangen inzwischen auch frühere Aktive der Friedensbewegung als Eintrittskarte in ihr großes Bündnis gegen rechts. Dabei war von Anbeginn klar, dass wir immer sichtbarer, dass der russische Einmarsch und wird immer sichtbarer, dass der russische Einmarsch eine strategische Abwehrreaktion gegen die NATO-Einkreisungspolitik ist. Gegen Gaza führt der US-Vasallkrieg zu Lasten der Zivilbevölkerung, wie übrigens immer, wenn Krieg geführt wird. Die militärische Unterstützung aus den arabischen Ländern beantworten die USA und Großbritannien gegen Jemen, Irak, Syrien. Auch die Bundeswehr ist auf dem Weg zur Sicherung ihrer Handelswege, wie überhaupt seit dem 7. Oktober sich die Waffenlieferungen nach Israel vervielfacht haben. Hier, wie gegen Russland in der Ukraine und weitere vielzählige Male, führt der abstiegsgefährdete US-Imperialismus Rettungskriege für seine gegen die BRICS Plus verlorene hegemonale Stellung in der Welt. Gegen dessen Kraftzentrum China, welches nicht nur in Sachen staatlicher Lenkung der Armutsbekämpfung und gegen Naturzerstörung erfolgreich ist, bereiten die USA mit ihrem Atomwaffenmodernisierungsprogramm und der Aufrüstung im südchinesischen Meer den Hauptstoß vor. Ihr alle hier heute Abend und ebenfalls die Menschen, die sich für die Friedensfrage erst im Februar 2022 für sich die Friedensfrage entdeckt haben, aber auch diejenigen, die mit uns gegen US- und NATO-Kriege gegen Jugoslawien, Afghanistan, Irak, Syrien, Libyen schon auf der Straße waren und ihr Erschrecken über den Zustand der Welt
noch immer an Putin festmachen, sollten gemeinsam Ostern auf die Straße gehen. Unser Hamburger Ostermarschaufruf liegt hier aus. Er richtet sich an die Regierung unseres Landes. Und ihr könnt ihn mit eurer Unterschrift und auch mit einer kleinen Geldspende, nachdem ihr die Saalspende und das Buch gekauft habt, unterstützen. Wenn ihr das möchtet und wenn euch der Aufruf zusagt und wenn ihr erscheinen wollt bei unseren weiteren Verteilungsaktionen als Mitaufrufer zu diesem diesjährigen Hamburger Ostermarsch. So, das soll jetzt der Vorrede genug gewesen sein. Und jetzt kann es losgehen. Vielen Dank. Ne? Ja, liebe Leute, ich bin froh, hier zu sein in meiner Heimatstadt, wo ich 1954 geboren wurde und die ich 1992 verlassen habe, aus einer gewissen Enttäuschung über den Siegestaumel, in dem sich Deutschland damals befand, der Sieg über den realen Sozialismus. Ich war immer links und also dieser Sieg. Ich habe zwar immer die DDR, das DDR-System kritisiert und das sowjetische System, aber dieser Siegestaumel war doch für mich nicht einfach zu verkraften. Ich lese jetzt eine Geschichte aus dem Jahr 1993, 94. Damals arbeitete ich als freier Mitarbeiter des Deutschlandfunks. Ist es so laut oder ist es okay so? Und der Deutschlandfunk hatte kein Studio damals in Moskau und wir mussten unsere Audio-Rundfunkstücke einsprechen im Studio von Stimme Russlands, ein Staatssender, der Auslandssendungen machte für nicht-russische Länder. Und unsere Sendung, also kleine Reportagen, wir waren drei Freie, die da für den Deutschlandfunk arbeiteten und andere deutsche Radiosender, nutzten die Möglichkeit, dort die Russen, die Deutsch sprachen, auch als Sprecher mit zu engagieren. Die kriegten sogar ein Honorar vom Deutschlandfunk. Und das ist eigentlich eine auch Erinnerung daran, dass zwischen Deutschland und Russland mal Kooperation möglich war, sogar im Bereich der Informationsarbeit. Ich fragte einen jüngeren russischen Kollegen bei der Stimme Russlands, der damals parallel für einen deutschen privaten Fernsehkanal arbeitete, und erzählte ihm von meinem Problem, eine Russin kennenzulernen. Der Kollege grinste und sagte: Die Zeiten haben sich geändert. Bei uns kann man Frauen jetzt auch auf der Straße kennenlernen. Was? Ich soll sie einfach ansprechen? Fragte ich ungläubig. Ja, das machen jetzt viele so. Diese Idee war irgendwie verrückt. Aber weil ich wirklich sehr einsam war, wollte ich es mal ausprobieren. Es war ein kalter Novemberabend. Ich fuhr mit der U-Bahn nach Hause. Die Menschen in der U-Bahn hatten Mützen auf und waren in dicke Jacken oder Mäntel eingepackt. Manche starrten vor sich hin, manche lasen Bücher inmitten des Lärms. Die U-Bahn ratterte damals noch mit viel Krach durch die Tunnel. Ich ließ meine Blicke schweifen und sah eine interessante Frau. Sie war etwa 35 Jahre alt, trug eine schwarze Pelzjacke und sah aus wie eine gebildete Frau, die bescheiden lebte. Sie stand nur ein paar Meter von mir entfernt. Ihr Gesicht war blass. Sie machte keine Anzeichen, auf meine Blicke zu antworten, aber sie wendete ihren Kopf auch nicht ab. Ich spürte eine Nähe zu ihr und bildete mir ein, wir seien uns ähnlich, intellektuell, aber ängstlich. Dann sah ich eine andere Frau vor der nächsten U-Bahn stehen. Sie war etwas kleiner als ich, hatte kurze blonde Haare und eine helle Jacke. Manchmal wendete sie den Kopf leicht in meine Richtung. Ihr Gesichtsausdruck veränderte sich dabei nicht. Aber mir schien, dass diese Frau meine Blicke bemerkt hatte. Für eine Sekunde schaute sie mir in die Augen und es war passiert. In mir begann ein Feuer zu brennen. Bei der nächsten U-Bahn-Station hätte ich aussteigen müssen, aber ich fuhr weiter. Ich wollte dort aussteigen, wo die blonde Frau aussteigt. Als sie den U-Bahn-Waggon verließ, holte ich sie schnell ein. Ich nahm meinen ganzen Mut zusammen und fragte, ob sie Lust hätte, mit mir einen Kaffee zu trinken. Dabei wusste ich gar nicht, ob es in diesem Außenbezirk überhaupt so etwas wie einen Kaffee gab. Sie hieß Mascha. Später erzählte sie mir, dass sie gesehen habe, wie ich auch noch eine andere Frau beobachtete.
Kaum zu fassen, dachte ich. Wie hat sie das nur mitbekommen? In diesem Menschengewühl in der Metro. Aber russische Frauen, das lernte ich bald, bekommen sehr viel mit. Mascha lehrte mich so einiges. Zum Beispiel, dass man in ein russisches Haus immer mit einer Kleinigkeit kommt. Blumen oder etwas Süßem. Wenn ich mit ihr auf der Straße ging und wir an einem Blumenstand vorbeikamen, so stellte sie sich neben mich und stieß mich leicht mit der Hüfte an. Das war das Signal, dass ich ihr unbedingt Blumen kaufen musste. Wir liebten uns in der Küche. Sie war geräumig und hatte einen schönen braun-gelb gemusterten Linoleumboden. Meine Freundin lehrte mich ein paar russische Worte des Begehrens, die ich in den entscheidenden Augenblicken sagen musste. Aber in ihr Bett ließ Mascha mich nicht. Das war ihr zu viel Nähe. Aber sie ließ mich mitten in der Nacht nach dem Sex auch nicht auf die Straße. Wenn man bei Russen zu Besuch ist und es spät wird, ist es Sitte, dass man dem Gast eine Übernachtung anbietet. Die kann auch improvisiert sein. Mascha hatte für mich eine spartanische Matratze im Kinderzimmer ausgelegt. Dort schlief ihre Tochter, die jedes Mal, wenn mich ihre Mutter in das Zimmer führte, erschreckt aus dem Schlaf hochfuhr, sich dann aber wieder hinlegte. Mit Mascha war ich 3 Jahre mit Unterbrechungen zusammen. Wir trafen uns 1-2 Mal die Woche bei ihr. Wenn ihre 10-jährige Tochter bei ihrem Ex-Mann war, kam Mascha auch mal zu mir. Wir hatten zusammen innige Stunden, aber sie hielt mich auf Distanz. Eine richtige Beziehung wollte sie mit mir nicht führen. Es macht Spaß mit dir, aber ich suche eigentlich nicht so einen Mann wie dich, sagte sie mir ganz unverblümt. Einmal traf es mich wie ein Schlag, als ihre Freundin zu Besuch war und die beiden lauthals von Männern schwärmten, die im Ölgeschäft tätig waren. Ich verstand diese laute Unterhaltung als Wink mit dem Zaunpfahl. Ich sollte endlich mal Geld dran schaffen. Der explodierende Reichtum der neuen Russen, wie man die Privatisierungsgewinnler damals nannte, hatte vielen Moskauern den Kopf verdreht. Nicht Klassenhass war angesagt, sondern Bewunderung der Erfolgreichen. Mascha war unpolitisch, aber sie konnte mich politisch einordnen. Wenn sie mich ihren Freunden vorstellte, sagte sie, ich sei revolutionär. Ihr Gesicht machte dabei einen stolzen Ausdruck und sie lächelte. Häufig stritt ich mit ihr über die Tschetschenen, die sich damals von Russland abspalten wollten. Mein Mitleid mit den aufständischen Tschetschenen, die von der russischen Armee bombardiert wurden, verstand sie nicht. Sie erklärte mir ohne Umschweife, dass sie Kaukasier nicht mochte. Warum, erfuhr ich nur in Andeutungen. Irgendwann hatte es da eine unangenehme Situation an einem Zug gegeben. Genaueres wollte sie nicht erzählen. Ich stellte mir vor, dass sie von einem Kaukasier angemacht wurde und sie nur mit Mühe in Sicherheit bringen konnte. Ob Mascha Geld verdiente, darüber redete sie nicht. Einmal deutete sie an, dass sie einen Vermittlungsjob am Telefon hatte. Sie organisierte von zu Hause aus Lieferungen von Zucker. Von mir erwartete sie finanzielle Unterstützung für sich und ihre Tochter. Aber als freier Journalist, der völlig neu im Beruf war und noch keine festen Abnehmer hatte, war ich dazu nicht in der Lage. Irgendwann nahm Mascha einen Job in einem Lebensmittelgeschäft an. Sie bat mich vorbeizukommen. Was ich sah, erschreckte mich. Gebückt sortierte sie Ware in einem unteren Regal ein. Als sie zu mir aufguckte, machte sie ein gequältes Gesicht. Nun siehst du, wie ich arbeite, sagte sie. Ein paar Tage später gab ich ihr $100. Sie nahm das Geld dankend an. Später fragte sie mich in einer Mischung aus Lächeln und Spott, warum hast du mir gerade $100 gegeben? Ich grummelte irgendetwas. Mir war die Frage peinlich, denn $100 waren damals der Preis für eine Nacht mit einer Prostituierten. Wenn ich meinen Freunden in Hamburg von meinen Problemen berichtete, in Russland eine Frau zu finden, verstand mich niemand. Waren denn nicht alle russischen Frauen berufstätig? Schulterten sie nicht Fabrik und Hausarbeit wie zu Sowjetzeiten? Dass inzwischen eine ganz neue Generation von Frauen herangewachsen war, die von einem Leben wie im Westen träumte, wussten meine Freunde nicht. Sie wussten auch nicht, was sich viele russische Frauen unter einem Leben im Westen vorstellten. Sie träumten davon,
was ihnen in den ausländischen Seifenopern präsentiert wurde, die ständig im russischen Fernsehen liefen. Da gab es immer eine Villa mit Garten und Swimmingpool. Der Mann fährt mit einem schicken Auto zur Arbeit, während die Frau sich um die Kinder kümmert. 1997. Seit ich in Moskau lebte, drängelte mein Vater am Telefon, ich müsste unbedingt das Städtchen Tarusa, 147 Kilometer südwestlich von Moskau, besuchen. Dort hätten früher Künstler gewohnt. Nebenbei erwähnte er dann noch, dass er von Mitte November bis Mitte Dezember 1941 nicht weit von Tarusa im Dorf Kusmetschewo mit einer Aufklärungseinheit der Wehrmacht gelegen habe. Er wusste, dass ich gegen den Überfall auf die Sowjetunion war. Deshalb setzte er den Akzent auf die Künstler von Tarusa. So hoffte er, mich für eine Teilnahme an einer Exkursion an seinen früheren Frontabschnitt zu gewinnen. Im Mai 1997 war es dann soweit. Wilhelm kam nach Moskau. Es war das erste und einzige Mal, dass er mich dort besuchte. Er war damals 76 Jahre alt und das Laufen fiel ihm schon schwer. Wir fuhren mit einer Elektrischka, einem Vorortzug, in die südlich von Moskau gelegene Stadt Serpuchow. Unser Ziel war Wilhelms ehemaliger Frontabschnitt. Während der Fahrt erzählte Wilhelm dem Taxifahrer, dass er als deutscher Soldat in der Gegend stationiert gewesen sei. Ich musste übersetzen. Im Rückspiegel sah ich, dass die Augen des Taxifahrers rot und feucht wurden. Dabei sah er gar nicht sentimental aus, sondern war eher ein kräftiger Typ in einem blauen Jogginganzug. Das Dorf Kusmetschewo zieht sich an der Straße nach Tarusa entlang. Etwa in der Mitte des Dorfes parkten wir. Wilhelm versuchte sich zu erinnern. Er wollte das Haus finden, wo er 1941 mit zwei Russinnen, einer Mutter von 50 Jahren, der 20 Jahre alten Tochter und ihrem 8-jährigen Sohn Mischa sowie 6 Wehrmachtssoldaten gewohnt hatte. An einem Holzzaun stießen wir auf 2 ältere Frauen. Wie sich später herausstellte, waren es Schwestern. Eine der beiden hielt ein 1,5-jähriges Kind auf dem Arm, das verdrießlich und weinerlich guckte. Die andere, die eine alte Hose trug, verschwand während des Gesprächs kurz in einem Holzhaus. Sie wollte sich offenbar etwas hübsch machen, denn ich fotografierte. Sie kam dann mit einem sauberen, grünen Arbeitsanzug und Kopftuch wieder zu uns. Wilhelm erzählte den Frauen, dass er als deutscher Soldat in dem Dorf gewesen sei. Ich musste übersetzen. Und ich merkte, wie sehr mich die Situation mitnahm. Während des Übersetzens war ich mehrere Male den Tränen nahe. Meine Stimme zitterte. Und schließlich, als wir mit Hilfe der beiden Schwestern eine größere Gruppe von Dorfbewohnern trafen, die uns misstrauisch anguckten, musste ich losheulen. Eine der Anwohnerinnen meinte zu den Umstehenden, der hat hier Verwandte verloren. Ich hatte gar nichts derartiges erzählt. Aber ich war berührt von den Worten der Frau. Anders, als dass ich um einen Deutschen weinte, konnte sich diese Russin wohl meine Tränen nicht erklären. Aber ich heulte vor allem aus Scham über meinen Vater, der sich wie ein Tourist aufführte und kein Mitgefühl mit dem Dorf und mit dem Schicksal des Dorfes zeigte. Ich erklärte dann schnell, dass ich der Sohn sei, einfach um jeden falschen Ton, jede Heuchelei aus unserem Gespräch rauszukriegen. Ich wollte, dass wir auf dem Boden der Wahrheit miteinander sprachen und nichts verschwiegen wird. In der großen Gruppe von Anwohnern erzählten die Leute dann ihre Kriegserinnerungen. Die Dorfbewohner berichteten, dass im Oktober 1941 auf Anweisung des deutschen Kommandeurs fast alle evakuiert worden waren. Der Kommandeur habe Angst gehabt, dass sich unter den Dorfbewohnern Spitzel der Roten Armee befinden. Die Stimmung unter den Dorfbewohnern war aufgewühlt. Eine Wende nahm die Unterhaltung, als der Anwohner Sergei Gavrilovich Gorbatschow zu sprechen begann. Der Mann war Anfang 60, trug eine weiße Schiebermütze und ein gelb-orangenes Hemd. Mit seiner ruhigen Art dämpfte er die Emotionen. Sergei erzählte, dass er 8 Jahre alt war, als die Deutschen das Dorf besetzten. Er erinnerte sich, wie mit seinem Freund von einem Fenster aus die Lage beobachtet habe. Jede Bewegung zwischen den kämpfenden Truppen erinnere er. Sergei beriet sich mit den Frauen, die etwas weiter hinten an einem Holzhaus standen. Danach erklärte er mit einer ernsten und ruhigen Stimme, 3 Dorfbewohner seien von den Deutschen erschossen worden. Das sei eine Rache der Deutschen gewesen. Irgendjemand hatte eine wichtige Telefonleitung der Wehrmachtseinheit gekappt. Dabei sei ein deutscher Offizier getötet und ein anderer verletzt worden.
Ich guckte erschreckt meinen Vater an. Der hatte leichte Panik in den Augen und meinte, von diesem Vorfall wisse er nichts. Später meinte er dann zu mir, wenn er in dem Dorf Zivilisten hätte erschießen lassen, dann wäre er wohl nicht noch einmal dorthin gekommen. Wilhelm wollte sich nicht aus dem Konzept bringen lassen. Kritische Fragen der Dorfbewohner waren bei ihm nicht eingeplant. Im lauten Ton beschrieb er mit ausgebreiteten Armen den Rücken der Gruppe der Dorfbewohner zugewandt, die militärische Lage im Dorf. Er hörte nicht auf die Einzelheiten und die Fragen der Russen, die ich übersetzte. Er wollte vor allem seine Erinnerungen loswerden. Er interessierte sich einzig und allein dafür, wo die deutschen Soldaten begraben wurden. Wilhelm fragte in kiebigem Ton, wie denn die deutschen Soldaten auf dem gefrorenen Boden beerdigt worden waren. Sergei erklärte, man hat sie in einem Graben beerdigt, wo die Deutschen mit einem Granatwerfer standen. Plötzlich rannte Wilhelm weiter auf einer Anhöhe, von der man einen Blick auf den Fluss Oka hatte. Die Unterhaltung mit Sergei wurde für ihn offenbar zunehmend ungemütlich. Er ließ ihn einfach stehen, ohne sich für die Begleitung und die Beantwortung von Fragen zu bedanken. Als ich Wilhelm fragte, warum er so plötzlich so eilig habe, sagte er nur, wir haben keine Zeit, unser Auto fährt bald weg. Das war aber nur ein Vorwand. Mit dem Fahrer war gar kein Abfahrtszeitpunkt vereinbart worden. Wilhelm wurde der Kontakt mit den Dorfbewohnern unheimlich. Sie entblätterten Stück für Stück das Bild von den heldenhaften deutschen Soldaten und den herzlosen Russen, das er sich in seinem Kopf zurechtgelegt hatte. Auf der Rückfahrt im Taxi sprach Wilhelm dann im lauten Ton, so als ob er alleine im Auto saß, seine Eindrücke in ein Diktaphon. Es war ein rein militärischer Bericht, ohne Gefühle. Kein Wort über die einzelnen Menschen, die wir trafen, ihre Reaktionen, ihre fragenden Gesichter. Stattdessen unsere Kompanie, unsere Fahrräder, tausende von Russen, die über den Oka kamen. Wilhelm ließ meine Fragen nach deutschen Kriegsverbrechen keine Ruhe. Als wir gegen Ende seines Moskau-Besuchs gemeinsam zu dem größten russischen Männerkloster nach Sergei Possat nördlich von Moskau fuhren, erzählte er wieder von seinen Erinnerungen. Er schwärmte von der Kameradschaft unter den Soldaten und von seinem Stolz, dass er als 20-jähriger Offizier schon so viel Verantwortung trug. Dann kam er von sich aus auf das Thema Kriegsverbrechen. Er erzählte von einem konkreten Vorfall, das sich auf dem Rückzug in Weißrussland ereignete. Als er erzählte, wirkte er schüchtern. Er sei auf dem Rückzug in Weißrussland schwer verwundet worden. Eine russische Handgranate habe tiefe Wunden in seinen Arm und seinen Oberschenkel gerissen. Er sei zu seiner Einheit zurückgelaufen. Die Einheit hatte zahlreiche Russen gefangen genommen. Er gab den Befehl, dass sich diejenigen Gefangenen, die noch leben, melden sollten. Die Gefangenen, die auf der Erde lagen und sich nicht lebend meldeten, wurden auf Wilhelms Befehl erschossen. Seine Worte, die mussten weg. Wilhelm erklärte, man hätte sich schützen müssen, denn die am Boden liegenden hätten plötzlich aufstehen und schießen können. Sein nüchternes Resümee, es kann sein, dass 20 noch lebende Soldaten, die sich totstellten oder bewusstlos waren, erschossen wurden. In mein Tagebuch schrieb ich, was werden die Frauen, Töchter und Söhne dieser toten sowjetischen Soldaten sagen? Warum stellt sich Vater diese Frage nicht? Die militärische Logik, in der er verfangen ist, lässt diese Frage nicht zu. Leningrad zu 300 Jahre Immanuel Kant mit organisiert, der dort gefeiert wird. Wer Interesse an dieser Reise hat, melde sich bei ihm. In der Zwischenzeit vielleicht Fragen aufgetaucht an die Leser, nur zu. Wenn, ja, nur zu, sonst hätte ich meine Lebensgeschichte mit Russland beigesteuert. Also ich habe keine Frage, sondern bloß eine Anmerkung. Ich finde das interessant, diese Konstellation, dass du mit deinem Vater da in Russland bist und diese Geschichte aufarbeitest. Und das ist ja so, das ist ja sehr schwierig gewesen. Und ich komme aus der DDR und bei uns war dieses Verhältnis zu Russland immer ganz klar, oder zur Sowjetunion immer ganz klar auf der
sowjetischen Seite. Aber das mit deinem Vater ist ja so, dass er bei der Wehrmacht war und praktisch von der anderen Seite das betrachtet hat und jetzt nicht so ein großer Freund war von den Russen. Das ist dabei ja zum Ausdruck gekommen. Und ich finde das gut, dass dieser Versuch gemacht wurde, dass diese Situation zustande kam und dann hat sich das halt so entwickelt und leider nicht so ganz problemlos. Aber ich finde es halt spannend, dass das stattgefunden hat. Und die andere Sache mit dem Erschießen von Gegnern oder von Gefangenen, das ist eine schwierige Sache. Das kann man jetzt zurzeit auch in verschiedenen Videos in diesem Ukraine-Konflikt sehen, dass das eine ganz schwierige Sache ist. Hat immer mit Sicherheit zu tun, also hat auch damit zu tun, dass die Leute, die dort praktisch die Sieger sind und die Regeln eigentlich diktieren, dass die sich nicht sicher sein können, dass sie das selbst überleben. Also deshalb ist es, die wollen sich auch absichern. Und dieses mit dem, wer sich nicht meldet, wird erschossen, das ist halt platt, aber das ist, das machen die heute immer noch, sozusagen. Also das ist jetzt, das ist nochmal eine Bestätigung dafür. Es ist nicht menschlich, also es ist nicht humanistisch, aber es ist wahrscheinlich immer noch, es wird immer noch praktiziert. Ja, vielen Dank. Erstmal finde ich das toll, dass diese Veranstaltung heute hier stattfindet. Ich habe von dem Ulrich Heiden schon sehr viel gelesen in den Nachdenksagen und anderswo. Ich habe eine Frage an Sie, Herr Heiden. Konnten Sie mit Ihrem Vater reden und hat Ihr Vater mit Ihnen geredet, als Sie jung waren, als Sie 10, 12, 13, 14 waren? Ich frage das deshalb, weil mein Vater war im Krieg auch in der Ukraine stationiert. Zwar nicht als Soldat, sondern als Mitarbeiter der Zentralhandelsgesellschaft Ost. Und ich hatte leider nie die Gelegenheit, mit meinem Vater zu sprechen, bevor er gestorben ist. Ich bin Jahrgang 42, mein Vater war Jahrgang 1898, also ein sehr alter Vater. Ich weiß nicht, warum das Gespräch nicht zustande kam, weil ich habe immer schon Interesse gehabt für Russland, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht können Sie meine Frage zu Anfang, die ich zu Anfang gestellt habe, beantworten. Ja. Soll ich gleich antworten? Oder? Vielleicht, ja, dann können wir jetzt einen Break machen, Antwort, weil ich habe jetzt erstmal keine Wortmeldung hier mehr. Dann melden Sie sich weiter. Also zunächst möchte ich mal sagen, dass mein Vater war in dem Sinne kein Russlandhasser. Er war ultrakonservativ, er war durch und durch Soldat und er hoffte offenbar, dass er da in Russland eine gute Tat vollbringt, weil man ihm eben durch die Nazi-Ideologie eingeimpft hatte, dass es ein schreckliches Regime da herrscht. Und offenbar auch die Ideologie des Untermenschen spielte wohl auch damit, weil ich meine, warum hat er nie mir über einfache Leute was eine schöne Geschichte erzählt? Die waren einfach nur Bedienungspersonal für ihn in seiner Hütte, wo er da wohnte. Und er hatte auch, als er nach Russland kam und mich besuchte, hatte er auch Angst, mit seiner Generation dort in Kontakt zu treten. Wir hatten die Gelegenheit, dann hatten wir trafen wir an einem Bahnhof eine Gruppe junger russischer Soldaten, mit denen wollte er sich dann fotografieren lassen, aber mit seiner Generation wollte er das nicht. Also ich würde mal sagen, er war eigentlich ein Russland-Romantiker. Ja, also er hatte die Zaren verehrt, er hatte in seinem Wohnzimmer einen großen Stich von Moskau, vom Roten Platz, also 100 Jahre alt so, und träumte vielleicht davon, dass deutsche Bauern jetzt unter Jelzin Erde kriegen in Russland und sich der alte Traum erfüllt, dass Deutschland also die fruchtbaren Äcker auch mitbestellen kann. Er war immer Antikommunist und hat dann mit Schrecken festgestellt, als ich 1969, als ich 14 Jahre alt war, als ich plötzlich merkte, er verlor mich, weil ich hatte einen Deutschlehrer, der erzählte uns,
ganz andere Geschichten. Der war in Paris gewesen im Mai 1968, hat die Studentenrevolte dort mitbekommen, hat mit uns Bücher gelesen über, also von fortschrittlichen humanistischen Schriftstellern, die, sag ich mal, so indirekt vor der Gefahr eines Faschismus warnten, der immer wieder, also der Faschismus, den man immer wieder nicht rechtzeitig beachtet. Ich glaube, das war, ich weiß nicht, ich habe den Namen jetzt vergessen, im Buch steht es, also dieser Zug, der ins Dunkle fährt und dann geht der Passagier nach vorn in den Lokstand und guckt, wer ist da eigentlich? Und dann stellt sich heraus, der Lokführer ist schon längst abgesprungen und der Weg des Zuges geht in das Dunkel, in den Faschismus. Das war so dieses Gleichnis. Ne? Und der Lehrer hat auch in der Schülerzeitung, das war damals am Waldorfer Gymnasium, hat er auch selber Essays verfasst, wo er dazu aufgerufen hat, dass die ältere Generation mal diesen Unmut der Jugend irgendwie mal ernst nehmen muss. Hat er sich auch berufen auf Weizsäcker, also einen aus dieser Weizsäcker-Familie, der auch in diesem Sinne irgendwie argumentiert hat. Aber für meinen Vater war das einfach schrecklich, also sein Sohn unter dem Einfluss dieses Deutschlehrers, der keine Grammatik unterrichtete, sondern vor allem gute Geschichten erzählen konnte. Und besser als mein Vater, seine Geschichten waren humanistisch ausgerichtet und mein Vater eben erzählte, es hatte immer so eine Gewaltschlagseite, so eine was Preußisches, Strenges, was für einen Jugendlichen nicht anziehend ist, wenn er nicht schon völlig verfallen ist in dieser Ideologie. Und dann hat er mich aufs Internat geschickt und da war ich dann 3 Jahre und verschiedenen Internaten in Schleswig-Holstein. Als ich wiederkam, war ich immer noch links und hatte mich dann auch weitergebildet im Internat, also hatte linke Zeitung gelesen und verglichen, welche Organisation mir noch am meisten gefällt und so weiter. Also auf die Frage, konnten Sie mit Ihrem Vater reden? Ja, ich konnte eigentlich nicht mit ihm reden, weil ich immer, wenn ich ihn fragte, zum Beispiel, ich hatte die Deutsche Volkszeitung gekauft und da war ein Artikel über die Finanziers von Hitlers und habe ich ihn gefragt, stimmt es, dass die deutsche Schwerindustrie Hitler finanzierte? Und dann war nur ein Schweigen und er war also auf diese Fragen war er gar nicht vorbereitet. Das, in seinen Kreisen wurde über sowas nicht diskutiert. Und naja, also ich meine, ich hatte mal so ein Erlebnis in Moskau, da war von Rechtsradikalen ein Anwalt erschossen worden und da sammelten sich am Puschkinplatz so 300-400 Jugendliche, vor allem Jugendliche und das war so eine Protestbewegung, links, anarchistisch so ein bisschen und da habe ich gedacht, das habe ich ja schon mal erlebt, also dass diesen Punkt, wenn die Jugend das Vertrauen in den Staat verliert und weil der Staat nicht Faschisten stoppen kann und dann habe ich an meine eigene Jugend gedacht und dass ich mich sozusagen links, radikal sogar entwickelt habe. Und dann habe ich gedacht, naja, also es ist kein Staat, also jeder Staat, der sozusagen nicht in der Lage ist, brennende Fragen zu beantworten, moralische Fragen, die einfach die Basis unseres Lebens sind, wenn da keine Antworten kommen, dann hat er die Jugend irgendwann verloren und dann gibt es eine Krise in dieser Gesellschaft.